Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann ihr das schaut. Ich bin Patrick vom Kanal Schleier Gaming und begrüße euch zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Und ja, ich drücke den Knopf. Jo, und man kennt ja die PMD-Teile, falls man so schon mal gespielt hat. Falls nicht, große Empfehlung. Ist eine der beste, wenn nicht die beste Spielereihe, die es überhaupt gibt. Ich liebe diese Spiele. Und jetzt kam ja von mir aus gestern, also am Donnerstag, nee, Freitag. Kam ja hier der neue Teil raus, wobei es ja eher ein Remake vom alten Pokémon-Rettungsteam Rot und Blau heißt es ja, glaube ich, war, die ich auch schon auf meinem DS gespielt habe, waren sehr cool damals. Jetzt eben in neuer Grafik und whatsoever, komplett geremaked und hier heißt es PMD und dann ist es okay, kannst du mal hochladen, hast ja eh noch nicht genug auf deinem Kanal. Aktuell, ich glaube, irgendwie 5 Sachen oder so, die öfters mal kommen auf meinem Kanal. 5 verschiedene. Ist ja nix, sagen wir mal so. Kannst auch PMD reinwerfen. Easy. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal ein neues Spiel und schauen mal, was so beim Persönlichkeitstest rauskommt. So. Und sorry, ich habe jetzt schon gemerkt, dass da ein bisschen Soundlags auftreten, wenn ich das probiere aufzunehmen. Falls es in der Aufnahme auch so ist, ich versuche es bis zum nächsten Mal zu beheben, bis zur nächsten Folge zu beheben, aber ich kann ja nichts versprechen. Ja. Herzlich willkommen. Dies ist das Portal, das in die Welt der Pokémon führt. Aber bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich will, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Gut. Dann lass uns anfangen. Wirst du dich in ein Geisterhaus wagen? Sondern so, ich bin nicht mehr ein großer Horrorfilmschauer, da werde ich schon kirre genug bei. Folglich, nein. Jemand bezeichnet dich als unbeholfen, aber sympathisch. Wie findest du das? Ja, ich weiß nicht, tollpatschig bin wie sonst was. Mach mich glücklich. Glaubst du, dass du cool bist? Sei ehrlich. Klar, Mann, Leute. Ich bin Coolio, sein Vater. Das ist ein Schreiner da in der Tür, was tust du? Kommt auf die Umgebung an. Ist so geisterhausmäßig? Nein. Weil ich halt Bock habe, da ist jetzt irgendwie so ein Vampir auf mich zu springen oder was. Oder whatsoever. Aber sonst. Ich schreie auch. Okay, also weglaufen kann ich nicht mal. Ich mache einfach die Tür auf. Gibt es viele Dinge, die du unbedingt irgendwann mal machen möchtest? Ja. Dann wäre es zu viel, um es aufzuzählen. Wenn wir in der Lotterie, was machst du mit dem Geld? Ich bin Schwabe, ich spare. Willst du dich gerne in den Tag träumen? Ja. Wenn das ADS kickt. Ist ein wunderschöner Tag. Ja, Text sicher, immer. Jo, Alter, Strand ist halt Liebe. Ich bin gerade ein bisschen zwischen den ersten beiden, weil ich am Strand immer penne, aber... Einfach großartig, weil Strand einfach Liebe ist. Möchtest du als Junge als Mädchen spielen? Ich denke jetzt mal, ich bin männlich, folglich als Junge. So, was kommt jetzt raus? Du scheinst der fleißige Typ zu sein. Was? Wir wissen es auf deiner Hausaufgabe erst nicht gesund. Nein. Denn deiner starken Willens kannst du allen Widrigkeiten trotzen. Aber du kannst auch ein echter Sturkopf sein, der sich sogar mit Freunden schreitet. Ja. Bist du wütend, scheint nichts für dich richtig zu laufen. Lern darüber zu lachen. Ja, lachen tue ich hier über alles. Weiß der Typ wie du ist sicher ein... Bisasam, das ist cool. Ich bin ein sehr großer Bisasam-Fan. Immer wieder sagen. Dieser Abenteuer wirst du ein Bisasam sein. Gefällt dir das Pokémon? Ja, das bin ich. Ich liebe ihn, Jung. So, ich muss sagen, als Partner hier ist es echt gern Feuer-Pokémon. Einfach das Spiel am Anfang kommen wir recht schnell gegen das Spiel Stadlos. Und ja. Nicht Stadlos. Ja, okay, ich will jetzt nicht groß vorgreifen. Jedenfalls bekommen wir es recht früh mit Stahl-Pokémon zu tun, weil ich da gerne Stahl-Pokémon an der Seite. Und ich glaube einfach mal. Ich mag Glurak halt ja absolut nicht. Glurak ist wieder so Main-Ding, also halt, das ist jetzt so die Vorbemittlung, aber ich mag die beiden jetzt nicht so, weil eine mega overhyped ist und die andere mag ich einfach nicht. Freue ich mich an den dritten, das ist Feuerregel.
Dein Partner ist vorige. Folge soll ich auf deinem Abenteuer begleiten. Ja. Ein Junge, würde ich auch mal nehmen. Mein Bro. Wer ist dein Partner? Ein wenig ist ja an einem Kumpel benannt, ich weiß nicht nach welchem. Wenn ein Kumpel, der Folge-Fan ist. Oder so Dinger-Fan. Sag mal so, da ich weiß, dass er eigentlich fast alle Videos hier, weil die meisten Videos eigentlich schaut. Dass es ihm wahrscheinlich auch am ehesten auffallen wird, nehme ich ihn jetzt einfach. David. David, sei gegrüßt, du Doofmann. Ich hasse dich. So. Der Schwester ist da, David, ja. Diese beiden Pokémon sollen es also werden, ja. Sind bereit. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Viel Spaß. Let's go. Wahrscheinlich mal sagen, Folge hat unfassbar niedliche Animation. Ich mag es gerade wieder. Wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre Anime-Brise. Da spricht jemand. Wer kann das sein? Entschuldige, hallo? Bitte wach auf. Komm schon, mach die Augen auf. Endlich bist du aufgewacht. Juhu. Uff. Wo bin ich? Das bewusst ist hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Ich bin David. Freue mich, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Hm? Du meinst, du bist ein Mensch? Aber wie wirkst du ja wie ein... dieser Samen? Sehr cute. Das stimmt. Ich bin ja wirklich ein dieser Samen. Aber wie und warum? Ich kann mich an nichts erinnern. Du bist ja seltsam. Was ein Call. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Mein Name? Ich heiße... Oh. Einfach normalen Vornamen nehmen, würde ich auch mal reincallen. Jo. Badrig. So. Patrick. Ist Patrick richtig? Ja. Also Patrick. Der Name klingt lustig. Okay. Well. So hilft mir doch jemand. Oh, ruft jemand nach Hilfe? Ist was passiert? Es ist fürchterlich. Meine Haube ist in eine Höhle gefallen. Mein armes Baby. Was? Eine riesige Erdspalte hat sich aufgetan und meine Haube ist eingefallen. Er sucht sich irgendwo selbst hinauszukrabbeln. Ich helfe mir, ich bin von anderen Pokémon angegriffen. Wie bitte? Du wirst angegriffen? Von anderen Pokémon? Wer die Erdspalte in die Party versetzt? Die war da aufgebracht. Ich bin so schwach, um es mit wilden Pokémon aufzunehmen. Was willst du aus meinem Baby? Was soll ich tun? Hoffe! Hoffe! Das ist nicht schlimm, Mann. Wir müssen ihm helfen. Aber nicht irgendwie reinkommen. Jo. Helfen wir. Aber wegrennen. Let's go. Kleinhain, U1. Na nun, ist das hier etwa ein mysteriöser Dungeon? Ja, sicherlich, das ist einer. Mysteriöse sind wahrlich mysteriöse Orte. Ach, was du nicht sagst. Die Serverwände und sie besucht ändern sich ihr Aufbau. Und die Items, die man dort findet, ändern sich auch jedes Mal. Ihre einzelnen Ebenen sind durch Treppen miteinander verbunden. So sind wir erstmal nach einer Treppe. Oh, eins noch. Sind wir meinen, das ist einfach von den Pokémon hier angegriffen worden. Wenn sich nicht vermeiden lässt, müssen wir kämpfen. Geben wir unser Bestes, Patrick. Jo. Erstmal. Sag mal so, ich hab's jetzt schon auf dem eigenen Spiel angespielt. Vorher ist der Anfang jetzt nicht unbedingt blind, also ist er allgemein nicht, weil ich halt den Vorgänger schon mal gespielt habe, aber eben das Teil, worauf er. Ich kann nicht mehr reden. Also, ja. Nein, aus Richtung, ja. Also, weil ich jetzt eben einen Teil schon gespielt habe.
Zum Beispiel weiß ich jetzt schon, dass leider in den Dungeons immer angezeigt wird, wo Gegner sind, was ich ein bisschen komisch finde. Also Moves sind übrigens Tackle, Samenbomben, Ranghieb und Schlammbad. Eben, da wird jetzt mal alles angezeigt, was ich ein bisschen komisch finde. Ruckzuckhieb, Blut, Doppelkick und Fassade kann übrigens Folge. Und ja, das ist halt ein bisschen, ist ja jetzt anders als in den anderen Teilen, aber auf jeden Fall jetzt kein Beinbruch. Und dann sehen wir schon unseren ersten Gegner, einen Sonnenkern. Drücke A, um anzugreifen. Nehmen wir uns einfach so. Schlammbad, go. Nice. Und ich will kurz mal schauen, haben wir eigentlich Moves, die auf Range gehen? Attacken dann aus, nur nach kurz gucken. Reichweite beträgt bis zu 2 Felder bei Rankenhieb, ist schon mal cool. Fügen wir noch Schaden zu, wenn sie manchmal in den Zustand Gift, okay. Fügen wir noch Schaden zu, fügen wir noch Schaden zu, okay. Wobei Samenbomben da ist wahrscheinlich so unser Overkill-Move gerade ist. Und da wird der Druck zugeben, der geht auch auf Range, sollte er zumindest. Glut, fügen wir nach. Glut geht auch auf Range, okay. Aber ich füge mir noch zusammen in Folge Schaden zu. Kampfattacken sind immer gut. Den Gegner Schaden zu. Die Attacke ist stärker, wenn er am Ende von einem negativen Zustand betroffen ist. Wenn er vom Zustand Brand betroffen ist, attacke ich weiterhin normalen Schaden an. Sache ist ja, David ist ja eh Feuermon. Folglich, jo, sollte es ihn nicht groß beeinträchtigen, wenn da Feuermon sind. Sache ist, dadurch, dass ich eben gerade Spiff in meine Elgato reinbekomme, ist es immer ein bisschen verzögert, wenn ich hier was drücke und eben die eben dann die Switch reagiert. Lol, Racken reicht sogar. Ist ja bad. Schambart, go. Also auf jeden Fall Fassade kann eigentlich ganz cool, weil es eigentlich nur bei Gift wirkt, weil er doch schnell kann er nicht angreifen. Wenn er paralysiert ist, kann er eben hier bei der Spielerei auch nicht angreifen. Und ja. Übrigens, sehr coole Neuerung, finde ich zumindest, dass rechts oben jetzt immer angezeigt wird, wie viel Ausdauer man noch hat. Das haben wir auch schon aus anderen Teilen von wegen, jo, du hast so und so viel Ausdauer. Progressivierung in dieser Welt, du kannst sie wieder zum Einzukaufen. Also eben, dass man eben diesen gewissen Amount auf Ausdauer hat, wenn das Englisch kickt. Ja, eine Sinnebeere, nice. Ja. Diesen gewissen Anteil an Ausdauer. Ich will keine automatische Steuerung, jetzt haben wir eben noch die ganzen Tipps hier. Die ganze Ausdauer und so, wo man dann halt immer sich was reinfuden muss, damit man weiterlaufen kann. 100 Geld, nice. Und jetzt wird dann immer angezeigt, wie weit man noch walken kann. So. Und wir laufen jetzt als Biesesam und Feurige ein bisschen rum. Und wieder unseren Kern weg. Vorher noch nicht mal angegriffen. Ich habe ja, wie gesagt, meinen eigenen Spielstand habe ich eben, ich habe selbst Shiggy, mein Partner ist Gekkabor. Und das ist immer die Sache, dass Gekkabor halt durch den Fire-Odem spammt, weil das Ding irgendwie fünf Felder Range hat oder so, mit dem Move. Und dadurch halt dann eben fast alles trifft, was ich halt mit meinem Shiggy, mit Shiggy noch so gar nicht treffen kann. Fadenschuss, okay. Und Folge kann auch was besiegen, auch gut. So, jetzt sind wir wieder normal schnell unterwegs. Können wir wieder Geld einsammeln? Tickle. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht so weit gespielt auf meinem eigenen Spielstand. Folglich sollte ich auch recht schnell wieder. Den Spielstand auch recht schnell wieder überholen und so dann auch ein großer hier. Jetzt nicht groß blind. Ich habe das Spiel zweimal durchgespielt oder so auf dem DS damals. Also ich kenne die Story ein bisschen, aber. Es ist jetzt nicht komplett blind. Bringt plus 2 im Spezialangriff, sonst überall plus 1 ist doch nicht. Nicht schlecht, mein Level ist gestiegen. Level Up Moves haben wir jetzt vorerst noch gar nicht groß, weil eben die Monster hier in PMD ja immer schon vorherfertigte Movesets haben, was eigentlich halt ganz cool ist. Früher hatte man meistens immer Kratzer, Heuler und sowas. Also diese Anfangsmoves. Oh ja. Wäh! Mami, wo bist du? Wir sind hier, um dich zu retten. Huch. Ich mache schon auf dich. Komm, wir gehen zu ihr. Yippie. Immer schön vorlesen. Patrick hat den Rettungsauftrag im Dungeon Kleinhain erfolgreich abgeschlossen. So muss das. Mein Baby ist gerettet. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Oh, das war selbstverständlich. Wir leben in gefährlichen Zeiten. All die Beben und Erdspalten, die sich auftun. Alles, was zählt, ist, dass ein kleiner Unversehrer in Sicherheit ist. Wer sagt mir zumindest euren Namen? Ich heiße David. Und das ist Patrick. Ich kann mich selbst vorstellen, du Wichser.
Oh, wow. Er sieht mich voll bewundert an. Diese Augenglänzen ist mir fast schon ein bisschen peinlich. Aber irgendwie ist es auch cool. Ich fühle mich wie ein Held. Guck mal, zu helfen, ihnen Schwierigkeiten stecken. Gibt ein gutes Gefühl. Vielen Dank, David und Patrick. Ich weiß es nicht viel, aber bitte nimm dieses Zeichen mal lang weiter an. Also eine Mini-Belieber sammelhalten. Nice. Passivbierer? Okay, brauche ich eigentlich nur feurige oder E-Fassade. Und das 500, nice. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Danke, dass du mir geholfen hast. Oh, falsche Stimme. Du bist sehr stark, bin wirklich beeindruckt. Was hast du nun vor? Hast du irgendwelche Pläne? Du weißt nicht, wo du schlafen sollst. Na, wenn du einen bleibst, suchst, folge mir. So, da werden wir. Wow. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Okay. Neues, ich krieg ein eigenes Haus. Ich weiß nicht, warum ich glücklich bin, aber ich bin glücklich. Ich bin so ein Mensch und mir gefällt es. Ich fühle mich unendlich wohl. Oh, unheimlich, ja. Ist möglicherweise so ein Pokémon-Instinkt. Vielleicht sollte ich jetzt vor Freude mit meinem Hinterteil wackeln. Mach mal. Ist ja auch egal, ich bin glücklich. Wait, wer mach Hollow nimmt? Wer mach Hollow als Anfangsding hat. Was hat denn? Weil der kann ja nicht groß im Hinterteil wackeln. Das Ding hat ja keinen Hinterteil. Vielleicht hängt das auch mit meiner Verwandlung in einem Bisasam zusammen. Na, Patrick, du bist jetzt schon beeindruckt, was? Wo ist das, dass es dir gefällt? Dieser Ort ist wie für dich gemacht. Ich war mir ganz sicher, dass es dir hier gefallen würde. Dies ist ein Briefkasten. Hier findest du Post von anderen Pokémon. Da fällt mir ein, erinnerst du dich noch an die Erdspalten, die Raupi gefallen ist? Das ist eine häufige Naturkatastrophe wie diese. Viele Pokémon leiden darunter. Ich möchte den Pokémon in diesen schweren Zeiten helfen. Ich will dafür sorgen, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Daher, mir hat gefallen, wie du mit mir bei der Rettung von Raupi geholfen hast. Hast du nicht Lust, mit mir ein Retterteam zu gründen? Nimm das Zeug dazu, das beste Team der Welt zu werden. Was sagst du? Na klar, mach ich mit, Alter. Ich kenne dich seit 5 Minuten, aber ich mach mit. Easy. Und dann sind wir Partner, Patrick. Schön, dich dabei zu haben. Ein Team fehlt noch. Mir fällt aber keiner ein. Wir müssen unser Team nennen. Team. Okay. Habe ich so nicht groß dran gedacht. An Teamnamen und so. Team. Warum bin ich eigentlich immer so unfassbar unkreativ bei sowas? Warum? Warum? Ich erinnere mich an der ersten PMD, wo ich das Team auch Team Poke Team genannt habe. Das war der beste Team meiner Zeiten. Machen wir einfach mal Full Kreativität. Wir sind einfach Team. Alter. Jetzt. Ich sage, das ist ein bisschen laggy dann mit dem. Ja. Wir sind einfach Team Cool, Leute. Wir sind einfach Team Cool. Ist cool richtig, ja. Team Cool. Das klingt ja super. Ein schöner Name. Passt perfekt aus. Wir sind alle cool, Mann. Alle werden fast. Das habe ich für den Team darauf gemacht, nämlich ein Retterteam gründe. Und ich habe gleich zwei davon, da können wir beide eins tragen. Weil man es ja halt tut, ohne dass er von Patrick David erhalten hat. Leute, hängt das jetzt oben an der Blume. Das ist ja mal voll cute. Oh, klasse. Patrick, steht dir echt gut. Jetzt sehen wir auch wirklich wie ein Team aus. Ja, Team Cool ist bereit. Warum machen wir uns an die Arbeit? Sehr cute. Und so begann die gemeinsame Karriere von Patrick und David als Retterteam. Und hier will ich jetzt auch sagen, beenden wir die erste Folge. Aber nur, weil es jetzt echt recht gut passt, weil jetzt eben das Intro quasi rum ist. Und ja. Dann sehen wir uns vermutlich vielleicht schon morgen. Mal schauen. Ich werde jetzt mal erstmal nach den Sound-Ding angucken. Und dann vielleicht direkt danach die nächste Folge aufnehmen. Mal schauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Oder beim nächsten Video allgemein. Von Pokémon Mystery Dungeon. Rettungsteam TX. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da und